Joho, Super Mario Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's play dein Super Mario Maker Level. Und in den letzten Parts habt ihr wieder fleißig kommentiert und Kritiken geschrieben. Das finde ich ganz großartig, das ist sehr wichtig. Denn wenn ihr Level erstellt, die ich spielen soll, dann wollt ihr ja auch, dass die bewertet werden und von den Leuten fleißig kommentiert werden und gespielt werden. Deswegen ist es nur fair, dass ihr euch halt auch dran haltet zu sagen, okay, dann kommentiere ich auch fleißig mit, dann bewerte ich auch fleißig mit und probiere die Level auch mal aus. Und genauso wurde das hier auch ganz brav bei Overworld Kart Brothers gemacht, was ich ja persönlich sehr lustig fand, das Level. Benny Lee schreibt, dein Level mit dem Mario Kart war schön ausgeglichen, nicht zu schwer, nicht zu leicht, bist kreativ, gefällt mir, mach weiter so. Und Garatimor bedankt sich dafür, danke für dein positives Feedback, das freut mich wirklich sehr. Da waren die Kommentare ein bisschen gespalten, die einen fanden es ein bisschen zu unkreativ von der Gestaltung her, die anderen fanden das halt genauso wie ich halt auch einfach vom Spaßfaktor sehr wichtig. Das ist halt immer so dieses, da treffen verschiedene Meinungen aufeinander, ihr dürft dann auch nicht traurig sein, wenn ihr mal negative Kritik bekommt, das war mir voll nicht gestaltet genug oder so, das ist vollkommen klar, das empfindet da auch jeder anders. Aber ich muss halt sagen, es war sogar für meinen Schwierigkeitsgrad okay. Das muss man erstmal hinkriegen. Und ich hatte halt das Gefühl, voranzukommen. Und ich hatte Spaß daran. Und ich habe geübt und bin besser geworden. Damit fand die Grundidee ziemlich cool. Und ziemlich cool, was ihr dazu alles geschrieben habt. Wenn euch das interessiert, schaut in die letzte Folge. Schaut in die Kommentare. Ansonsten gab es jetzt noch einen Kommentar zu der Folge mit Honey Tips. Honey Tips hieß das Level. Und da hat Others Games ein bisschen länger was geschrieben. Einmal Tipps für mich, einmal was zum Level und einmal sein eigenes Level, das wir heute auch spielen werden. Okay, Honey, hier sind ein paar Mechaniken, von denen ich nicht weiß, ob du sie kennst. Und falls doch, ja, dann auch gut. Ja, ich kenne die Mechaniken, aber ich komme noch nicht damit klar. Nicht mit dem Gamepad, muss ich sagen. Wenn du einen Gegenstand ablegen willst, musst du auch noch zusätzlich nach unten drücken. Das mache ich immer, aber irgendwie fliegt das Ding dann irgendwie nach oben und ich weiß auch nicht, was ich damit mache. Ein New Super Mario Bros. Stil kann man im Sprung ZL, ZR drücken für eine kleine Drehung, mit der man weiterkommt. Das ist einfach genau das, dass ich das überhaupt nicht gewohnt bin, mit diesem großen Gamepad zu spielen. Aber ich gucke gerne einfach aufs Gamepad, weil das ist übersichtlicher für mich als der große Bildschirm direkt vor meiner Nase. In Mario Bros. Und New Super Mario Bros. Kann man mit ZL, ZR einen Drehsprung machen, bei dem Mario nicht zu hoch springt. Eine kleine Drehung, mit der man weiterkommt, eine Drehung, mit der man nicht so hoch springt. In New Super Bros. Kann man damit aber keine Blöcke zerstören, ja, das stimmt. Zum Level kann ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Man hätte die Decke noch dicker machen sollen, was Hani schon sagte. Oder, das hat mich Karpfen gelehrt, wenn ihr die Blockdecke, also eine Decke macht und ihr macht die Blockstärke davon nur ein Dick, dann erkennt das Spiel, dass das wohl irgendwie nur ein abgrenzender Border sein soll und scrollt nicht weiter. Wenn aber oben irgendwo ein kleiner Ponyppel rausguckt, dann denkt das Spiel, okay, da geht's noch weiter und ich muss das ja darstellen, damit man versteckte Sachen mit darstellen kann. So, ansonsten war es gut gestaltet, scheint auch beim Spielen Spaß zu machen. Nichts war absoluter Overkill und es gab Soundeffekte, die sind geschickt eingesetzt, immer wieder toll, das stimmt. Hier noch eine ID zu einem recht neuen Level. Da habe ich einfach an einem Level, was das Spiel generiert hat, ein wenig rumgewerkelt und das ist dabei rausgekommen. Oh, das macht mir auch immer wieder Spaß. Airship Fleet, Fleet, Flotte, nicht das Wort für Wassergraben. Das Level würde ich als einfach bis mittel einstufen, ne, was du nicht sagst. Einfach bis mittel, mhm. Das sagen sie immer alle, einfach bis mittel. Und dann, also für mich sind Level mit einfach bis mittel Schwierigkeitsgrad meistens irgendwie so der absolute Overkill. Aber ihr könnt euch ja auch mal dran versuchen und wie immer, ey, erstmal vielen Dank, dass ihr so viele Kommentare schreibt mit Feedback zu den Leveln. Es ist echt wichtig für die Leute, die Level erstellen. Es ist nicht leicht, Feedback zu bekommen in diesem Spiel, das überschwemmt ist mit Leveln. Und die Leute würden sich sicherlich wahnsinnig freuen, ne? Und ihr freut euch natürlich auch, wenn eure Level gespielt werden. Ihr macht damit echt die Zuschauer glücklich und das ist schön. So, ich blende das mal wieder aus und das ist das. Oh, das sieht ja schick aus. Das ist ja wirklich ein richtiges Schiff hier gebaut. Lauter Schiffchen. Sieht ganz schön knackig aus. Sieht ihr ganz schön knackig aus von das Spiel. Okay, Maurice, dann spielen wir mal dein Level. Oh, da kommen ja gleich Goombas. Okay, dann mache ich den Goomba mal mit dem Goomba-Blatt. Wobei, ich glaube, die Dinger heißen gar nicht Goomba. Oh, da sind Wolken. Ich will zu den Wolken hoch. Ich bin ja sehr dankbar, dass das hier... Hm? Oh, hi, Pilz. Dass das hier kein Autoscrolling-Level ist. Weil diese... Oh Gott. Diese Airship-Level. Ah, das ist ja fies. Kenn ich voll. Ah! Als Autoscroller. Nix hier weg hier. Ah, ein Gumm. Boah. Ich wurde von einer Bombe abgeschossen. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Oh, wollte ihn eigentlich mitnehmen. Ja, den könnte ich gut gebrauchen. Eigentlich wollte ich den mitnehmen. La, 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 la. Was? Bring nie, was ist das denn? Ich nicht.
Wenn ich nicht, was ist denn springen? Nee, wir springen nie. Nur das Viech, wir hoffen, dich zu befreien. Ich habe das genau gesehen, dass er rumgezappelt. Jetzt habe ich ihn verloren. Dann nehme ich eben dich mit. Zack. Geschickt gelöst von mir, nicht wahr? Bin ich... Oh Gott. Jetzt hier oben lang? Ich weiß es nicht. Bisschen Angst, dass jetzt hier kommt. Hey! Zack, 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 zack. Nein! Ich hab mir den Kopf an die Haut. Das ist nicht cool. Oh, Mann. Ich bin auch total lernresistent. Was ist hier denn jetzt hier? Ich habe Angst. Hopp. Oh, nee. Oh, Gott. Geh mal den... Nein, nein. Der kommt ja wieder zurück. Ha! Ah! Oh, Gott. Ich habe immer Angst, die befreien sich wieder. Muss ich jetzt... Nein, ich muss auf die Kanonenkugeln springen, nicht wahr? Nein, hör mal auf damit. Hier, so. Machen wir das erstmal gerade mal so. Sekunde, das kriegen wir hin. Zack. Nein, nein, ich bin auf die Kugel drauf. Alter, das hat doch jeder gesehen, dass ich auf die Kugel drauf gesprungen bin, wa? Alter, das hat doch jeder gesehen. Das war jetzt nichts Besonderes hier. Wie, du befreist dich. Wow. Habe ich den aber weit weggeschossen, du. Du befreist dich auch nicht. Zack. Damit habe ich gerechnet. Zack, dich mache ich glatt damit. Okay, hier weiß ich Bescheid jetzt. Ob man auf mehreren Kanonenkugeln reiten könnte. Hey, op, op. Nee, es war nicht so cool. Hui, fast. Huch. Langsam raff ich das aber wenigstens mit dem... Irgendwo. Nee. Okay. Nee. Auch nicht. Irgendwie gerade so... Zack, yes. Aha. Oh Gott, da kommt ja eine dicke Kanonenkugel. Oh nein, 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 ich hab das... Nein. Was passiert jetzt? Okay, nichts Schlimmes. Okay, alles gut. Wo hätte ich jetzt da runter? Nee, da ist eine Tür. Da muss ich hin, ne? Ich hab die Platte gemacht. Wow, die Schiffe sind total schön gestaltet. Okay, hier gibt's auch kein Zurück mehr, ja? Oh, das war lustig. Das hat mir gefallen. Ich hab den Mancher gekillt. Das ist eine gute Mechanik. Warum? Ich hasse Tiep-Tiep-Fische. Warum Unterwasserlevel? Mag Unterwasserlevel eigentlich schon. Muss ja gestehen, aber... Oh Gott. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was ist das für ein brutaler Killerfisch gewesen? Brutale Killerfische. Keine brutalen Killerspiele mehr, sondern brutale Killer... Verdammter Mistfische. Was geht bei denen ab, ey? Oh Gott, hier geht's raus. Oh Gott, ich will hier raus. Raus. Das sind bestimmt 1000 Geheimnisse, die ich übersehen habe, aber ein schönes Unterwasserlevel. Oh, was war's? Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Ist hier so das Schiff in Bau, oder wie, ne? Hey! Oh, Moment, Moment, Moment. Was krieg ich hin? Ach so, die ganzen Kisten von der Gestaltung und so, ne? Da sieht man richtig, das ist ein Haus. Hier ging's raus. Da kam aus der Röhre. Das war unter Wasser mit den Schiffen. Ach, cool. Nette Idee aus einem Level, was zu machen, das das Spiel vorgegeben hat. Das finde ich immer schön. So, ein Level zum Erforschen. Ja, unter Wasser, das muss ich unbedingt mir nochmal näher angucken. Ich glaube, wir laden uns das Level runter und schauen uns das genauer an. Hoffentlich darf ich diesmal was malen. Mal gucken, ob ich einen Mario mit Schnorchel hinkriege. Meine Marios sehen immer so ein bisschen komisch aus. Aber... ich glaube, das ist in dem Spiel auch völlig okay. Ich hätte immer gerne Musik beim Malen. Oh mein Gott, wie der Mario einfach aussieht. Wow, der hat Drogen genommen. Drogen sind böse, okay? Wirklich, Kinder. Also niemals, nie Alkohol und nie Zigaretten anfassen, ey. Sonst passiert nämlich genau das, was jetzt gleich... Also, nee. Werdet ihr hoffentlich gleich sehen, wenn das klappt. Absenden. Absenden.
Bitte, bitte kein Error. Ich möchte bitte was schicken dürfen. Bitte, bitte lass mich das Ding. Ja! Juhu! I did it! Ich bin eine Drogenmario und ich. Ich hab da keinen Sauerstoff bei mir drin. Ah, ich fand das cool. Mir hat das Level sehr gefallen. Speichern. Machen wir jetzt einfach. Wir gucken uns das Level mal genauer an. Können wir das hier mal überspeichern? Jo. Jo. Perfekt. Ja, dieses Level möchte ich bearbeiten. Okay, sehr schön. Da kann man sich das mal genauer angucken. Habe ich hier noch irgendwelche total geilen Extras übersehen? Also hier runter, man fiel hier runter und war tot. Ach Mensch, ich wusste, dass es hier eine Secret-Tür gibt. Wenn man den da... Ich wusste es. Ich wusste es. Dann fang an. Okay, hier glaube ich... Kann ich dich nicht mitnehmen? Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Was muss ich mit der machen, damit die rübergeht? Müsste ich dann irgendwie sowas machen oder so? Okay, das müssen wir nochmal ausprobieren. Wie hätte ich die darüber gebracht? Wie kann ich die darüber bringen? Ich muss die doch irgendwie schnappen können. Ich muss die doch grabben können. Also mir geht gerade das Ding hier so ein bisschen latent auf die Nerven. Du kannst da einfach mal weg. Hätte ich das mit einer Feuerblume wegfeuern können oder mit einem Goomba? Hätte ich einen Goomba nehmen können und das damit wegfeuern können? Bei der Feuerblume habe ich das Teil nur aktiviert, nicht wahr? Nein, mit der Feuerblume wäre das gegangen. Aber dann wäre die da zu schnell runter. Okay, nochmal. Und jetzt den hier. Oh, das war zu früh. Aber cool. Wusste ich gar nicht. Zack, und jetzt wieder. Ah, das war auch nicht... Nein, 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 das war falsch. Nu, ich muss das doch mal lernen. Ich weiß gar nicht, ob man das hätte machen können, wenn dieses Ding daneben gewesen wäre. Warum bist du nicht mehr explodierend? Nee, das hat es nicht geöffnet. Aber das wäre cool gewesen. Okay, wie hätte man das? Wenn ich hier gewesen wäre. Hätte nichts geändert. Wie hätte ich das machen können? Ah, viel zu... schade. Ich weiß nicht, ob das... Du hast das bestimmt geschafft. Das hat nicht so geklappt. Du hast das bestimmt geschafft, aber das würde ich anders machen. Mal gucken, ob das klappt. Auch nicht. Nee, du musst das... Das stimmt schon. Das ist schon korrekt, dass da was ist, damit die da nicht rübergeht. Einfach so... Aber dann ist es total schwierig. Oder hätte ich irgendwie eine andere Bombe mitnehmen können? Irgendwas anderes. Den hätte ich mir nicht holen können. Hätte ich mir wirklich nicht holen können. Oh, das war knapp. Aber wenn man das geschickt macht, möchte das hinkriegen, bitte. Nein! Okay, ich habe das ist knifflig. Ich finde, das ist die Idee alleine, finde ich lustig, dass das geht. Wusste ich gar nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt aber mal runter. Ponen die hier weg. Das wäre eine Abkürzung gewesen, ne? Man hätte da nicht da durchgemusst. Die Musik geht hier voll ab, voll gut. Die Gummas so nee, ich will aber nicht. Miep, 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 Soundbox, miep, 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 Soundbox, box, miep, 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 miep. Da wird auch wieder mit einer Bombe gearbeitet, aber das hat mich jetzt hier nicht weitergebracht. Ich wäre aber gerne darunter. Hat mich jetzt interessiert, ob da was Cooles ist. Ich mag es immer, Level zum Entdecken zu haben. No, I died it.
Ach so, der schießt die da, aber dann wäre hier nichts gewesen. Einfach mal drüber gucken. Ah, guckt mal. Hier hätte man da unten lang können. Noch eine Feuerblume holen können. Und auch noch ein Leben. Wow, wieso ist der denn jetzt kaputt gegangen? Das habe ich ja großartig hingekriegt. Ja, nee, finde ich cool. Halt, ich möchte da rein, damit ich wieder auf der Oberwelt bin und gucken wir uns die noch an. Und das wäre so gewesen, dass man... Wenn man jetzt hier reingekommen wäre, dann hätte man da oben... GG! Ach Mensch, weil das so, weil es so schwierig war. Ja, das stimmt. Und es sagt einem auch noch, wo man landen muss. Sehr gut. An alles gedacht. Nicht großartig. Ja, 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 ja. Okay, wir haben uns das Level angeguckt. Ausgezeichnet. Sehr schön. Na, es gefällt mir. Ja, 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 ja. Katzenpfote. Pata, 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 puta, pata, puta, puta. Ich liebe die Katzenpfote. Okay, 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 okay. Guck mal nochmal ein Level aus aller Welt. Und komme ich jetzt wieder auf dein Profil? Ja, ich komme wieder auf dein Profil. Du hast doch bestimmt noch mehr gemacht. Wiggler Woods. Klingt ja interessant. Das möchte ich noch spielen. Das gefällt mir. Der Name gefällt mir, Wiggler Woods. Ich mag die Wiggler. Wiggle, 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 swag, man. Oh Gott. Schon mal großartig. Wow, ja, das sind wirklich die Wiggler Woods. Und sehr große Wiggler. Das ist ja auch eine lustige Uhr. Kann man so ein bisschen Highschool-Farming machen, ha? Huh? Okay, das ist ein bisschen kompliziert, dann da wieder irgendwo runterzukommen. Wie kann man nochmal wieder von einer Ebene auf die andere? Kann doch irgendwie auch immer von einer Ebene auf die andere, oder? Guck mal, das ist ein One-Up-Pilz. Der war mal gut versteckt. Respekt! Na! Ah! Ich dachte, hier gibt es nur Wiggler. Jetzt habe ich mir gleich am liebsten Wiggler die Karosserie verstaucht. Ernsthaft? Ich habe mich an dem Wiggler-Popo... An dem Wiggler-Popo bin ich gestorben. An einem Wiggler-Popo. Seriously, ein Wiggler-Popo. Ich wollte nochmal erwähnt haben, dass ich an einem Wiggler-Popo... Ich bin schon wieder an einem Wiggler. Honey, guck doch mal, wo du hinspringst. Wollte das ja mal üben. Vielleicht nicht so. Sollte das ja mal geübt haben. Mal nichts mit... Nee, geht nicht. Okay. Da ist sogar eine Cooper-Shell-Dings. Oder... Ah, eine Feuerblume. Oh, ich liebe es, wenn Leute mal so spendabel sind, Feuerblume auszugeben. Ah! Boah. Boah, kann ich alles wegbalzen mit. Es ist bestimmt auch wieder viel zu entdecken. In deinem Level gibt es immer so viel zu entdecken. Wenn man nach oben schießen kann, ich immer noch... Aua! Och, Mano! Erste Main. Die ganzen Gestaltungselementen. Sieht das echt hübsch aus. Wäre jetzt nicht schwer, aber man konnte halt auch viel entdecken, wenn man will. Ich mag das, wenn man Sachen entdecken kann. Das ist eine lustige Idee. Es ist halt eine andere Art und Weise, Level zu gestalten. Level beendet. Was halt schwierig ist, Sterne zu bekommen und so weiter und so fort, gebe ich den Leuten immer gerne Sterne, wenn ich sehe, dass sie sich in den Leveln auch wirklich bemüht haben. Ja. Alles zu bieten. Bucket Icabros. Madrid Nostage. Du hast hier echt viel gemacht, das ist ja schön. So, Madrid Brothers Brinstar. Was davon? Das hat hier viele Sterne bekommen. Guckt euch mal an, das hat viele Sterne bekommen. Nicht übel. Ich finde das schön, wenn das ein bisschen klappt in der Community mit dem Verteilen von Sternen und Posts. Was? Oh, geil. Oh mein Gott. Wow, Metroid-Style. War so klar, ihr blöden Penner. Das nicht. Nein, die können ja fliegen. Oh Gott. Geht bloß weg. Gott sei Dank. Oh nein, die können fliegen. Ah, Metroids. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, das fühlt sich tatsächlich gerade übrigens ein bisschen an wie Metroid. Oh, schnell hier rein. Also wie... Ist nicht dein Ernst. Das ist ganz schön tricky. Wow! War richtig mit Rätseln und Fallen und allem drum und dran. Jetzt habe ich Angst vor der Röhre. Okay, alles gut. Nichts passiert. Wahrscheinlich war da hinten noch irgendwie ein Leben versteckt oder sonst sowas. Das ist gleich so richtig... Oh mein Gott, ich muss vom Airship fliehen. Feeling. Ah, noch mehr Metroids! No! No, not the Squidroids! No! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, die sind fies hier. Hey, ich. Sag mir, dass es hier was gibt. Oh Gott, ja, bitte. Ich hab's gespürt. Ich hab das Gefühl, ne? Schon mal erwähnt haben. Gefühl für sowas. Okay, hätte ich auch noch lang gehen können. Miau. Zack. Nein. Uncool. 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 Ich komme bei den Dingern immer gerade immer ein bisschen in Panik. Also ein bisschen dezent. Ja, das ist richtig knackig. So klar. Oh mein Gott, die Passage ist ja richtig schwierig. Die ist ja richtig schwierig. Mensch, Kinders. Guck mal, das ist so ein Level, an dem könnt ihr euch ruhig mal... Ich gebe ihm auf jeden Fall einen Stern, weil ich es jetzt schon ziemlich geil finde. Das ist so ein Level, an dem könnt ihr euch auch mal ruhig versuchen. Ich finde, Maurice hat ja ganz schön viel Können in Levelgestaltung bewiesen. Aber wieder mal nur meine ganz eigene persönliche Meinung. Ich möchte jetzt nicht großartig anfangen, Tipps oder Tricks oder Verbesserungsvorschläge oder Kritik oder sonst irgendwas zu äußern. Ihr wisst, ihr sollt das machen. Spielt das Level. Ich kann es auch noch mal einblenden. Ups. Blöde Elgato-Karte. Da. Ja, das ist 00160000119150. Das Airship-Level. Bewertet es fair in den Kommentaren. Seid so lieb. Dann, es gibt halt nichts Schöneres, als wenn Leute halt das eigene Level bewerten. Das ist eine schöne Sache. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Dein Super Mario Maker Level. Mit einem neuen Level. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke, es ist eine ganz gute Idee, sich die Level sowohl anzugucken, als auch... halt andere Level von den gleichen Erstellern anzuschauen und so. Weil ich möchte halt auch nicht so sagen, okay, wir lassen dann die Leute mal doppelt drankommen. Das können wir später immer noch machen, ein Level spielen und so. Die, obwohl Leute schon ein Level eingereicht haben, sagen, ey, ich habe noch mehr Level für dich und so. Gar kein Problem, mache ich ganz gerne. Aber erstmal soll in jedem Part jemand anders drankommen. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke fürs Bewerten. Tschüss.